In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, was gewichtete Graphen sind. Eigentlich ist es relativ einfach. Hier habe ich mir einen Graphen vorbereitet mit 7 Knoten. Und wir kennen ja bereits oder vielleicht von irgendwo anders, dass man verschiedene Verbindungen hier in den Knoten haben kann. Und zwar vielleicht gerichtete oder vielleicht auch ungerichtete. Nehmen wir mal eine Kombination aus allen und machen einfach ein paar Kanten hier rein. Wir haben hier 2 gerichtete Kanten von A nach B und von B nach C und alle anderen sind ungerichtet. Was bedeutet jetzt gewichtet? Gewichtet bedeutet, dass auf einer bestimmten Kante auch ein Gewicht dazugehört. Nehmen wir doch mal an, dass dieser Graphen eine Straßenkarte darstellt. Und die Distanz von A nach B ist 1 Kilometer und von B nach C ist es 2 Kilometer. Diese Distanzen kann ich direkt als Gewichte interpretieren und direkt in diesen Graphen auch reinschreiben. Das heißt, hier kann ich einfach 1 Kilometer dazu schreiben. Ob es jetzt 1 Kilometer ist oder 1 Meter, ist für uns in diesem Moment eigentlich irrelevant. Hauptsache, man verwandelt die physikalischen Größen, die man eigentlich abbilden möchte, eben in diese Gewichte. Hier könnte es eine 2 sein und natürlich kann ich auch eine 1,3 irgendwo haben. Hier vielleicht eine 0,7, hier vielleicht wieder eine 2, da eine 3, da vielleicht sogar eine 7 und da vielleicht eine 8. Es ist eben wichtig zu verstehen, dass diese Gewichte stehen auf den Kanten. Allerdings muss man sie nicht grafisch auch genauso repräsentieren. Und das macht es für uns ein bisschen einfacher, so einen Graphen zu zeichnen. Denn wenn ich mich jetzt an die richtigen Distanzen hier halten würde, dann wäre es eventuell ganz schön kompliziert, den Graphen überhaupt aufzuschreiben, wenn ich die Karte vor mir nicht habe. Wie transferiere ich jetzt diese grafische Darstellung von den Gewichten, da wo ich auf den Kanten die Gewichte geschrieben habe, in meine Adjazenzmatrix? Die Adjazenzmatrix, wir erinnern uns vielleicht, besteht eben aus 7 mal 7 Spalten und Zeilen, weil ich eben 7 Knoten auch habe, also genauso viele Spalten und Zeilen, wie ich Knoten habe. Und dann immer von den Verbindungen zwischen einem Knoten zu sich selbst versuche ich irgendein Spezialzeichen zu benutzen. Beim Programmieren wäre das vielleicht ein Non. Oder man kann aber auch eine minus 1 reinschreiben. Man muss aber ein bisschen aufpassen bei minus 1, nicht, dass da irgendwelche falschen Berechnungen entstehen. Letztendlich ist es wichtig, sie zu kennzeichnen, dass sie speziell sind, weil diese Verbindung nicht wirklich da ist. Es ist Spezialfall. So, früher haben wir es immer so gemacht, dass bei nicht gewichteten Graphen wir die Kanten mit einer Art binär gekennzeichnet haben in der Adjazenzmatrix und auch in den Adjazenzlisten. Wir haben gesagt, eine 1, wenn die Kante da ist und eine 0, wenn die Kante eben nicht da ist. Jetzt werden wir statt 0 und 1 die 0 wieder beibehalten für keine Kante und das Gewicht direkt nehmen für eine Kante, und zwar für die Kante, die wir haben. Zum Beispiel von A nach B hat die Kante das Gewicht von 1. Von A nach D hat die Kante allerdings ein Gewicht von 0,7. Von B nach D, hat die Kante ein Gewicht von 2 und so weiter und so fort. Das werden wir jetzt hier nicht zusammen machen, aber es ist, glaube ich, klar. Die Adjazenzmatrix ist nur eine mögliche Repräsentation von einem Graphen. Die zweite mögliche Repräsentation sind ja die Adjazenzlisten. Da ist die Idee folgende, dass wir die Nullen nicht speichern, die Nullen in der Adjazenzmatrix. Und auf diese Art und Weise können wir uns auf einer Seite Speicher sparen und auf der anderen Seite können unsere Algorithmen auch schneller werden, weil sie eben diese fehlenden Nullen überhaupt nicht bearbeiten müssen. Wie funktioniert das? Indem ich für jeden Knoten mir eine Liste bastle. Und zwar die Liste zum Beispiel für den Knoten A. Der Knoten A hat ja genau 2 Kanten, wäre relativ kurz. Und zwar besteht sie aus B und D. Ich lasse extra hier ein bisschen Platz, weil wir vielleicht noch was anderes brauchen. Wenn wir keine Gewichte haben, dann reicht mir diese Information hier bereits, weil alle Kanten das gleiche Gewicht haben.
Wenn ich allerdings Gewichte habe, dann kann ich sie mir hier, also eine Art Tupeln auch hier reinschreiben, wie zum Beispiel nach B die Kante hat das Gewicht von 1 und die Kante nach D hat das Gewicht von 0,7. Diese Bezeichnung, die ich hier benutzt habe, ist natürlich nicht ganz direkt programmiersprachekompatibel. Das muss man sich angucken, welche Datenstruktur dazu geeignet sind, in welcher Programmiersprache. In C müsste man sich mit Dictionaries bedienen. Oder eben, wenn gar nichts da ist, dann kann man auch die sogenannten Linked Lists sich selber basteln als eine grundlegende Datenstruktur. In Python wären das Dictionaries. Dictionaries funktionieren ähnlich wie Listen. Das kann man sich dann in der jeweiligen Dokumentation genauer angucken. So, in diesem Video haben wir dann gesehen, wie man gewichtete Graphen überhaupt repräsentiert. Was ist überhaupt ein Gewicht? Und wie man das in einer Adjazenzmatrizen oder in einer Adjazenzliste darstellt, damit der Computer das auch verarbeiten kann. Dankeschön.